Der Knabe träumt, man schicke ihn fort mit 30 Talern zum Heideort. Er ward drum erschlagen am Wege und war doch nicht langsam und träge. Noch liegt er im Angstschweiß, da rüttelt ihn sein Meister und heißt ihn, sich anzuziehen. Und legt ihm das Geld auf die Decke und fragt ihn, warum er erschrecke. Ach Meister, sie schlagen mich tot. Die Sonne, sie ist ja wie Blut, so rot. Sie ist es für dich nicht alleine. Mach schnell, sonst mach ich dir Beine. Ach Meister, mein Meister, so sprachst du schon. Das war das Gesicht, der Blick, der Ton. Gleich greifst du zum Stock, will er sagen. Er sagt's nicht, er wird schon geschlagen. Ach Meister, mein Meister, ich geh, ich geh. Bring meiner Mutter das letzte Ade und sucht sie nach allen vier Winden. Am Weidenbaum bin ich zu finden. Hinaus aus der Stadt und da dehnt sich die Heide nebiglich, gespenstiglich. Die Winde darüber sausend, ach, wär hier ein Schritt wie tausend. Und alles so still und alles so stumm. Man sieht sich umsonst nach Lebendigem um. Nur hungrige Vögel schießen aus Wolken, um Würmer zu spießen. Er kommt ans einsame Hirtenhaus. Der alte Hirte schaut eben heraus. Des Knaben Angst ist gestiegen. Am Wege bleibt er noch liegen. Ach Hirte, du bist ja von frommer Art. 4 Groschen hab ich erspart. Gib deinen Knecht mir zur Seite, dass er bis zum Dorf mich begleite. Ich will sie ihm geben, er trinke dafür am nächsten Sonntag ein gutes Bier. Dies Geld hier, ich trag es mit Beben. Man nahm mir im Traum drum das Leben. Der Hirt, der winkte dem langen Knecht, der schnitt sich eben den Stecken zurecht. Jetzt trat er hervor. Wie graute dem Knaben, als er ihn schaute. Ach, Meister Hirt, ach nein, es ist doch besser, ich gehe allein. Der Lange spricht grinsend zum Alten. Er will die 4 Groschen behalten. Da sind die 4 Groschen. Er wirft sie ihm hin und eilt hinweg mit verstörtem Sinn. Schon kann er die Weide erblicken. Da klopft ihm der Knecht in den Rücken. Du hältst es nicht aus. Du gehst zu geschwind. Ei, eile, mit Weile. Du bist ja noch Kind. Auch muss das Geld dich beschweren. Wer kann dir das Ausruhen verwehren? Komm, setz dich unter den Weidenbaum und dort erzähl mir, von dem hässlichen Traum. Ich träumte, Gott soll mich verdammen, trifft's nicht mit deinem zusammen. Er fasst den Knaben wohl bei der Hand, der leistet auch nimmermehr Widerstand. Die Blätter flüstern so schaurig, das Wässerlein rieselt so traurig. Nun sprich, du träumtest?
Es kam ein Mann. War ich das? Sieh mich doch näher an. Ich denke, du hast mich gesehen. Nun weiter, wie ist es geschehen? Wie ist es geschehen? Er zog ein Messer. War das wie dies? Ach ja, er zog's und stieß. Er stieß dir's wohl so durch die Kehle. Und fragt ihr, wie's weitergekommen sei? So fragt zwei Vögel, die saßen dabei. Der Rabe verweilte gar heiter. Die Taube konnte nicht weiter. Der Rabe erzählt, was der Böse noch tat und wie's der Henker gerochen hat. Die Taube erzählt, wie der Knabe geweint und gebetet habe.